Hi, ich bin Carsten Hirsch. Ich bin der Mitgründer und Geschäftsführer von Plastikfischer. Und wir holen Plastik aus Flüssen, damit es nicht in die Meere gelangt. Wir haben Plastikfischer aus einer Emotion heraus gegründet. Wir haben uns gedacht, es kann ja nicht sein, dass Plastik in den Flüssen sozusagen gestoppt werden könnte, aber es nicht passiert. Und wir wollten eine Firma gründen, die möglichst effektiv die Artenvielfalt der Meere schützt. Ich bin nicht der geborene Umweltschützer gewesen all die Jahre, aber ich habe das Problem mit meinen Freunden in Vietnam gesehen und es hat uns schockiert zu sehen, was dort los ist. Und ich habe vorher Jura studiert für 7 Jahre und ich war schon motiviert, etwas anderes zu tun, wo ich mehr sehe und mehr tun kann als diese juristische Arbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt mit Plastikfischer in einem unglaublich guten Team arbeite und Jobs schaffen kann. Und es ist sehr erfüllend, in diesem Bereich zu arbeiten und nicht diesen klassischen 9-to-5-Job zu haben, den ich vielleicht sonst in Aussicht gehabt hätte. Wir haben uns überlegt, was könnte man denn machen, um möglichst simpel Plastik aus Flüssen zu fischen. Unsere erste Idee war ein Wasserrad, was automatisch sozusagen durch den Strom des Flusses das Plastik an Land befördert. Wir haben uns dazu entschieden, relativ kurz, nachdem wir diese initiative Idee hatten, nach Indonesien zu gehen und zu schauen, funktioniert es denn auch vor Ort, wo das meiste Plastik eigentlich in die Meere gelangt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen Ansatz gewählt haben und nicht lange etwas in Köln entwickelt haben, was dann vor Ort nicht funktioniert. Wir haben nämlich festgestellt, dass während der Trockensaison, die die meiste Zeit des Jahres nun mal herrscht, das Wasserrad nicht genug Fließgeschwindigkeit hat, um sich zu drehen und das Plastik, was im Fluss fließt, rausholen kann. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen, um trotzdem das Plastik zu stoppen, und haben eine Art Zaun entwickelt, den wir von einer auf die andere Seite des Flusses spannen und eben das schwimmende Plastik dort stoppen, damit wir es dann rausholen können. Und das hat auch so gut funktioniert. Die Zäune haben wir Trash Booms getauft. Das Plastik kommt also zu unseren Sortieranlagen. Dort sortieren wir oder trennen wir Recycelbares von Nicht-Recycelbarem. Recycelbares ist zum Beispiel PET, Aluminium, Glas, was wir in dem System finden, das sortieren wir raus und verkaufen das an lokale Recycler. Nicht-Recycelbares, das sind sowas wie Plastiktüten oder mehrschichtige Plastikverpackungen. Und das wird, wie auch hier in Deutschland, zur Verbrennung gegeben und daraus wird Energie gewonnen. Wir nennen das in Deutschland thermische Verwertung. In Indonesien haben wir relativ schnell nicht nur festgestellt, dass die Technologie wie gedacht nicht funktioniert, sondern auch, dass unser Geschäftsmodell wie geplant nicht funktioniert. Wir sind davon ausgegangen, dass wir so viel PET-Flaschen sammeln werden, dass sich über den Verkauf von dem Recyclingmaterial unsere Arbeit finanzieren wird. Es hat sich herausgestellt, dass es bereits einen etablierten PET-Markt gibt und gar nicht so viel PET in unserem System ist, um unsere Arbeit finanzieren zu können. Und dann haben wir uns gedacht, wir könnten ja sowas Ähnliches wie CO2-Zertifikate oder CO2-Fußabdruckausgleich nur mit Plastik machen. Und dazu haben wir uns auch Anfang 2020 entschieden, das so zu machen. Und Firmen können uns jetzt pro Tonne Plastik, die wir herausholen, verarbeiten, bezahlen und somit ermöglichen, dass wir unsere Arbeit ausüben können. Aus Deutschland haben wir bisher keine Unterstützung erhalten in Form von Zuschüssen oder anderen Förderungsmöglichkeiten. Wir haben sogenannte Grants, also nicht rückzahlbare Zuschüsse, erhalten aus Norwegen, die 2 Projekte von uns gefördert haben in Indien und in Indonesien. Wir sind aber auch als Firma grundsätzlich daran interessiert, umsatzfinanziert zu arbeiten und eben nicht diese nicht rückzahlbaren Zuschüsse als Geschäftsmodell wirklich zu verwenden. Aber natürlich gerade am Anfang hilft es extrem, wenn man als Startup, wenn es einem als Startup leichter gemacht wird, Geld zu erhalten, um eben diese Idee umzusetzen oder zu testen. Und das ging am Anfang nicht und da haben wir unser eigenes Geld verwendet und reingesteckt. Die Besonderheit von Plastikfischer ist, dass die allermeisten Mitarbeitenden in Asien arbeiten. Von insgesamt 53 Leuten aktuell arbeiten 51 in Indien und Indonesien. Aviel, mein Partner und ich, wir sitzen zwar in Deutschland und können auch hier deutsche Firmen ansprechen und sie dazu motivieren, unsere Arbeit zu finanzieren. Aber der Impact, der geschieht vor Ort und wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele Arbeitsplätze schaffen konnten und dass vor allem die lokale Bevölkerung diese Projekte aufbaut, leitet und auch die Firma, die wir beispielsweise in Indien gegründet haben, leiten und wachsen lassen. Es ist eine große Herausforderung, eine Firma aus Deutschland zu leiten und am anderen Ende der Welt Projekte umzusetzen, so wie wir uns das vorstellen. Wir schaffen das sehr erfolgreich, ich glaube, weil wir eine sehr, sehr gute Kommunikation im Team haben. Aber
Ich sag mal, gerade durch Corona haben wir gelernt, dass das der Weg sein muss, wenn man skalierbar sein will. Dass es nicht nötig sein darf, dass ich als Jurist nach Indien gehe, um dort Projekte aufzubauen, sondern dass die Leute es wirklich selber machen müssen und wir idealerweise aus Deutschland die richtigen Personen finden, die die Projekte aufbauen können. Bis Ende des Jahres wollen wir in 4 weitere Standorte expandieren, vor allem in Indien. Und hierfür suchen wir natürlich auch Firmen und Organisationen, die unsere Arbeit unterstützen möchten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viel aus dem Geld machen, was wir von Firmen bekommen, wirklich auch diesen sozialen Aspekt mitbringen. Wir schaffen Bewusstsein vor Ort bei der Bevölkerung. Aber wir holen natürlich auch nachweislich Plastik raus und können es beweisen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir von mehr Firmen Unterstützung erhalten würden und Sie sich bei uns melden, wenn Sie auch etwas im Bereich Umweltschutz tun möchten.